Hallo und willkommen zurück zu K11, Kommissar im Einsatz, des PC-Spiels zur Sat.1 Krimiserie. In der letzten Folge haben wir das erste Verhör gestartet und haben Beweise gesammelt und auch den Tatort vollständig untersucht. Nun fangen wir mit dem zweiten Verhör an, nämlich Werner Kallmann. Ah, Herr Kallmann, schön, dass Sie kommen konnten. Ich glaube nicht, dass es für Sie Grund zur Freude geben wird. Da ist aber einer sehr von sich überzeugt. Fangen wir von oben an. Wollen Sie mal in die Politik, Herr Kallmann? Da kann man ja als Streikführer Karriere machen. Ich war stolz, Streikführer gewesen zu sein. Es war eine tolle Aufgabe. Ernst, diese Ratte musste natürlich alles zerstören. Sie hatten doch Streit mit Herrn Rupert, nicht? Ich streite mich nicht mit Streikbrechern. Die sind ohnehin der letzte Dreck. So. Der letzte Dreck, interessante Wortwahl. Grund genug für Sie, Rupert zu töten? Nein, Blödsinn. Überall gibt es Streit unter Kollegen. Warum nicht auch unter Busfahrern? Ernst Rupert wurde ja erst kürzlich ermordet aufgefunden. Wie standen Sie eigentlich zu ihm? Was soll ich schon sagen? Er war mir schlichtweg egal. Wagen Sie es ja nicht, mir hier etwas zu unterstellen. Passen Sie auf, was Sie sagen, Kallmann. Wir unterstellen hier keine Morde. Wir beweisen sie. Wir waren schlicht und einfach Arbeitskollegen, wie alle anderen auch. Er war nun mal ein Arschkriecher, was ich aus Prinzip nicht leiden kann. Kennen Sie einen gewissen Herrn Degussi? Kenne ich nicht. Nie von dem gehört. Hat er etwas mit dem Mord zu tun? Was haben Sie an dem Abend, als Herr Rupert getötet wurde, in seinem Bus gemacht? Diese Fragen sind beleidigend. Ich war natürlich nicht in diesem Bus. Was glauben Sie eigentlich? Wir haben einen Zeugen, der Sie in dem Bus gesehen hat. Leugnen ist zwecklos. Hören Sie, ich war nicht in diesem Bus. Ist das klar? Zeuge hin oder her, was weiß ich, was Ihr Zeuge gesehen haben will? In der gleichen Nacht waren Sie natürlich auch nicht an der Endstation der Buslinie, richtig? Dort, wo Robert ermordet wurde. Die Linie, die ernst gefahren ist, war nicht meine Linie. Ich treffe dort dann und wann Kollegen auf ein Bier, wenn meine Schicht vorbei ist. Das ist auch schon alles. Hat Herr Rupert Ihres Wissens nach im Lotto gewonnen? Immerhin haben wir im Bus 10.000 Euro gefunden. Das war wohl das Geld, das dieser Arschkriecher von der Firma für seine glorreiche Streikbrecheraktion kassiert hat. Können Sie mir etwas zu Ernst Ruperts Handy sagen? Ernst hat sich letztens dieses neue Handy gekauft. Vielleicht wollte er damit angeben. Dass wir diese Droh-SMS von Ihnen auf Ruperts Handy gefunden haben, macht die Sache nicht leichter für Sie. Was weiß ich, wer wem da irgendwelche SMS schickt? Mich interessiert nur die SMS, die Sie an Herrn Rupert geschickt haben. Die stammt eindeutig von Ihnen. Ja, ich habe ihm eine kurze SMS geschrieben. Na und? Das macht mich nicht zum Mörder, oder? Eine tote Ratte wurde unter dem Fahrersitz von Herrn Ruperts Bus gefunden. Was hat es damit auf sich? Was weiß ich von toten Ratten? Vielleicht hat Ernst nicht großen Wert auf Sauberkeit gelegt. War sie nicht vielmehr eine Warnung ihrerseits, weil Rupert in ihren Augen ein Verräter war? Vielleicht hat sie unsere geliebte Firma dorthin gelegt, um uns Fahrer zu schikanieren. Gut, holen wir erstmal die ganzen Spuren von ihm. Beweissicherung muss leider sein. Deshalb müssen wir Abdrücke von ihren Reifen nehmen, um sie mit Spuren am Tatort zu vergleichen. Was können ein paar Reifenspuren schon beweisen? So einiges. Ach, Sie wissen doch, die Mitarbeiter von der Spurensicherung brauchen auch ihre Überstunden. Ich sage Ihnen gleich, ich fahre zwar mit Spezialreifen, aber es gibt hunderte Autos mit den gleichen Reifen. Natürlich. Wir haben am Tatort Fingerabdrücke gefunden, Herr Kallmann. Deshalb müssen wir jetzt auch Ihre Fingerabdrücke abnehmen. Na, meinetwegen. Sie werden schon sehen, dass Ihnen das gar nichts bringen wird. Jetzt kommt die Frage, die in keinem guten Krimi fehlen darf. Haben Sie ein Alibi für die Tatzeit? Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Ich war
Elo, der Name sagt mir etwas. Viele Filialen quer über die Stadt verteilt. Wie kommt es dann, dass Sie ausgerechnet an der einen Elo-Tanke einkaufen, die so nah am Tatort liegt? Ich war bei der Elo-Tankstelle einkaufen, na und? Ist das ein Verbrechen? Wenn ja, müssten Sie ja viele Leute verhaften. Und noch die Blutprobe. Unser Labor braucht noch eine Blutprobe von Ihnen. Tut doch bestimmt nicht weh. Dauert nur eine Sekunde. Na machen Sie nur. Sie wird Ihnen garantiert nichts nützen. Der hält sich wohl auf der sicheren Seite. Das war's auch schon wieder. Dann kann ich ja gehen. Ja. So, nun haben wir erstmal unsere Informationen gesammelt und jetzt schicken wir alle Beweise an unseren Techniker. Auch die von Herrn Degussi. Und nun vergleichen wir die Fingerabdrücke. Sieht jedenfalls gut aus. Hier Punkt und Strich, da Punkt und Strich und das beste Merkmal, das Gesicht hier. Das ist hier genau an derselben Stelle. Das ist der Fingerabdruck. Also ist das schon mal der Fingerabdruck auf dem Busticket von Herrn Degussi. Dann ist es Degussis Fahrkarte. Vergleichen wir mal die Reifenspuren. Schauen wir uns mal die hier. Degussis. Die haben hier eine gerade Linie. Während die hier abwärts wellenförmig gehen. Also trifft das eher auf Herrn Kallmann zu. Also sind das Herr Kallmanns Reifenspuren. Also war Herr Kallmanns Auto am Tatort. Uhrzeit. 22:50 Uhr. 10 Minuten vor dem Mord. Ja. Gut, dann haben wir jetzt hier alles. Dann frage ich mal unseren lieben Kollegen, den Techniker hier. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Dann haben wir beide gleich hier. Guten Tag, kann ich dir helfen? Ja, aber gerne. Die Analysen bitte. Die Blutprobe des verdächtigen Lorenz Degussi stimmt nicht mit den Blutspuren auf dem Bargeld überein. Also von Herrn Kallmann. Die Blutprobe des verdächtigen Werner Kallmann stimmt mit den Blutspuren auf dem Bargeld überein. So. Man sieht sich. Das Blut von Herrn Kallmann ist da. Interessant. Dann fragen wir noch mal den Herrn Degussi über die Fahrkarte. Was gibt's? Die Beweise. Der Fingerabdruck vom Busticket. Herr Degussi, wir haben Ihre Fingerabdrücke auf einem Ticket im Bus gefunden. Es ist nur ein Ticket. Wenn es wirklich meins war, habe ich es wohl weggeworfen. Ja, scheint ihn ja auch nicht sonderlich zu belasten. Ich habe vorerst keine weiteren Fragen an Sie. Gut, dann kann ich ja gehen. Vielleicht hat ja der Werner Kallmann noch etwas. Er hat eine Depression, hat ihn seinen Job gekostet. So. Was haben wir bei Herrn Kallmann? Hat sie ja verloren. Er hat vor der Tat Streit mit Ernst Rupert. Ernst Rupert und er waren Kollegen. Und eine Quittung. Hat er vielleicht noch etwas? Gucken wir mal. Was wollen Sie denn wissen? Er hat nichts zur Auswahl. Das ist gut. Dann kann ich ja gehen. Gut, gehen wir nochmal zu den Beweisen. Er hatte sich unbeliebt gemacht.
Er hat bestätigt, dass er die SMS gesendet hat. Beziehungsweise, dass er am Tatabend eine SMS gesendet hat. Sonst haben wir hier eigentlich nichts weiter. Hier ist ja nur. Hier steht ja nur das Datum. Ne, die Uhrzeit. Mehr steht hier auch nicht. So, dann haben wir das eigentlich abgeschlossen. Nichts Neues. Kann ich dir helfen? Nope. Man sieht sich. Jo, man sieht sich natürlich. Na, schon wieder zurück? Ich hoffe, du kommst gut voran. Hast du wirklich genau recherchiert? Sprich am besten erneut mit dem Verdächtigen und sieh dir alle gesammelten Beweise noch einmal genauer an. Bis später. Irgendwas scheine ich vergessen zu haben. Fragt sich nur was. Was zum Teufel habe ich vergessen hier? Wenn ich das bloß wüsste. Tja, wenn man das blind spielt, hat man davon natürlich keine Ahnung. Na, dann schaue ich mal, wo der Schuh drückt und nehme dann wieder auf, wenn's hier weitergeht. Bis später dann.